Ist der 15. Dezember, die letzte Vorlesung des Jahres in Qualitätsmanagement, NBW 3. Okay. Ich habe euch gebeten, die letzte Version von Anaconda zu downloaden. Findet ihr unter www.anaconda.com/products/individual. Und je nachdem, welche Operating System ihr habt, könnt ihr halt diese hier herunterladen. Wenn ihr das habt, dann öffnet ihr bitte ein Jupyter Notebook und in meinem letzten E-Mail habt ihr die Datei, die wir heute nutzen werden, nämlich eine Datei, die beschreibt 1599 Datensätze über Weine. Also konkret Rotwein. Okay? Und wir werden die Qualität von Rotwein, von der Rotweinproduktion untersuchen. Heute. Und zwar mit den ganzen Parametern, die wir uns angeguckt haben in den letzten Wochen. Ich gebe euch auch dazu noch ein paar Übungen, die halt selbstverständlich prüfungsrelevant sind, damit ihr auch ein bisschen über den Tellerrand schaut. Als erstes werden die Paketen geladen. Das sind wie kleine Programme, die wir in Python dann aufrufen. Zunächst mal installieren müssen. Das macht man mit einem Ausrufezeichen. Und dann pip install. Okay, und dann zum Beispiel matplotlib. Und dann drückt man auf Shift Enter. Wenn man halt fertig ist, pip install seaborn. Und pip install pandas oder pip install gut, das ist was wir brauchen zunächst mal. Dann drücken wir auf Shift Enter und er wird sagen requirement already installed oder satisfied, weil ich diese ganzen Paketen bereits vorhanden habe. Bei euch vielleicht ist nicht der Fall. Wenn die Pakete installiert sind, dann müssen wir die ganzen Pakete hochladen. Erstmal rufen wir den Pyplot als APLT, okay. Dann den Seaborn als SNS und Pandas als PD. Dann sage ich matplotlib inline. Dann drücke ich auf Shift Enter und die Dinge sind auch geladen. Okay. Warten wir ein bisschen, bis er fertig ist. Solange hier ein Sternchen unterwegs ist, dann ist noch aktiv. So, jetzt laden wir die Datei. Daten auslesen. Ich habe sie auf meinem Desktop geladen bzw. gespeichert. Deshalb DataFrame gleich PD von Pandas read unterstrich CSV. Runde Klammer und dann sagt er File Path or Buffer. Also ich muss ihm sagen, wo die Datei gespeichert ist. Dann mache ich Klammer, Users, H4
Desktop und dann die Datei winequalityred.csv. Und dann sage ich ihm, die Separation wird gemacht durch ein Dot Komma. Okay, dann drücke ich auf Shift Enter. Die Daten, er meckert nicht, also die Daten sind korrekt geladen worden. Dann sage ich DF, um zu schauen, wie es aussieht. Ich drücke auf Shift Enter und er hat tatsächlich die Daten korrekt geladen. Wir haben hier, wie ihr seht, 12 Säulen mit unterschiedlichen Messungen von insgesamt 1599 Datensätze. Das kommt von der Produktion vom Wein. In einer Produktion wurde halt die Anteil Alkohol oder wie viel Sulfur es drin gibt oder die Dichte, den pH-Wert und wie viel Alkohol und dann anschließend ein Wert für die Qualität. Okay. Gut, okay, also das ist jetzt ein bisschen Basics, damit wir überhaupt arbeiten können. Wir haben jetzt die Daten hochgeladen, unsere Pakete hochgeladen und jetzt werden wir Basic-Informationen über die Daten darstellen. Also statistisch den Mittelwert. Oder wie viele Daten es gibt, den Count. Oder die Quartilen. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, und das macht man dadurch, dass man sagt DF, also Data Frame, die Dataset, den Dataset. Und dann sage ich Describe. Klammer auf, Klammer zu. Und dann, ich lasse das leer und dann sage ich Shift-Enter. Und dann kriege ich Informationen über jede Säule. Okay? Das heißt, wenn wir hier gucken, Fixed Acidity, also die Säure, die fixierte Säure, haben wir 1599 Datensätze. Ein Mittelwert von 8,32, eine Standardabweichung von 1,74, minimaler Wert ist 4,6, erste Quartil 7,1, zweite Quartil 7,9, drittes Quartil 9,2 und maximaler Wert 15,9 und so weiter. Okay? Und das so für jede der Säulen. Okay, gibt es Fragen soweit? Ja, gerne. Gerne, ja. Okay. Was ist die Frage, Paul? Paul? Ah, okay. Also hier ist es einfach nur PD, kommt von Pandas, dann Punkt, read, unterstrich CSV und dann in runder Klammer den Pfad für die Datei, Komma und dann den Separator, okay? Was separiert die Daten? Gibt es noch Fragen? Okay. Gut. Wenn Fragen sind, einfach Mikro anmachen und fragen. Okay. Jetzt machen wir ein Heatmap. Okay. Das ist eine Visualisierung der Korrelationen mit Farben. Okay, und das ist eine sehr sinnvolle und nützliche Art der Darstellung, wenn man so eine ein Dataset hat. Dafür müssen wir uns erstmal
ein bisschen Speicherkapazität reservieren. Okay, deshalb machen wir f,ax plt.subplots runde Klammer fixSize, das ist die Größe von unserem Plot. Okay, und dann kommt der Befehl für den Heatmap SNS von Seaborn. Dort Heatmap. Okay. Und dann runde Klammer. Und dann sage ich DataFrame.core. Okay, Correlation von den DataFrame. Das heißt, in den Werten von den Heatmap werden wir dann die jeweilige Korrelation der Daten haben. Es sollte diese Korrelationszahlen auch zeigen. Annotation gleich true. Okay, also zeig mir die Werte. Dann mach mir bitte ein bisschen eine weiße Linie zwischen den Werten, okay, damit es hübscher aussieht. Und dann wähle die Farbenpalette, okay? Und jetzt wähle ich .lf und dann die Werte holst du dir bitte von AX. Drücke ich hier jetzt auf Shift-Enter, wenn ich mich nicht vertippt habe. Und er meckert aus irgendeinem Grund, weil ich was Falsches gemacht habe. Einen Moment. Also er hat was gemacht, aber trotzdem ist nicht vollständig perfekt. Genau, jetzt ist es, ich hatte mich vertippt. So, ihr seht jetzt, ich mache es ein bisschen kleiner, damit man es komplett sehen kann. Ihr seht jetzt die ganzen Daten, die korreliert sind. Jetzt ist es ein bisschen größer. Die Fixed Acidity, okay, korreliert zu minus 0,3 mit dem Volatile Acidity. Okay, hier habt ihr den ersten oder den zweiten Wert. Hier. Er stellt eine, das ist die Pearson-Korrelation, okay, also das kennen wir von der Statistik. Pearson's Korrelation. Und das macht er innerhalb von wenigen Millisekunden für extrem lange Datensätze. Okay, also das ist eine sehr hilfreiche Funktion. Ihr seht, mit einer Linie oder mit zwei Linien Code kann man halt so eine Heatmap wunderschön darstellen und eine Menge von den Daten lernen. Ich lasse ein bisschen die Linie offen, damit ihr das noch ein bisschen nachmacht. Gibt es Fragen dazu? Ist die Größe von dem Bild, wenn ich jetzt sage nur 10 mal 10, dann macht er das kleiner. Okay. Oder wenn ich sage, wie bitte? Overlink. Ja, das ist der Pfad zur Datei, wo meine Datei gespeichert ist. Es ist gespeichert auf meinem Desktop. Da müsst ihr bei euch was anders beschreiben, wo auch immer ihr das gespeichert habt. Wie bitte? Ja, kommt gar nichts raus, weil du hast es woanders gespeichert. Bei dir heißt es nicht Users H4 Desktop, sondern was weiß ich, okay, also den Pfad, wo auch immer die Datei gespeichert ist. Das musst du selber finden in deinem Rechner.
In der Regel, wenn du Microsoft hast, mit der rechten Maustaste kriegst du den Pfad zu der Datei. Kommt darauf an, wo die Datei gespeichert ist. Ich habe es auf dem Desktop einfach. Gut, aber wenn ich sage jetzt zum Beispiel nicht 10 mal 6, sondern nur 8 mal 10, dann ist es nicht mehr so quadratisch, sondern etwas länglicher. Oder wenn ich sage jetzt 10 mal 8, dann kommt die Korrelation ein bisschen versetzt horizontal. Okay. Die Werte, die hier dargestellt sind, also dieses minus 0,3, 0,7, wie gesagt, sind die jeweiligen Korrelationswerte zwischen den Säulen. Und ihr seht, in welcher Geschwindigkeit das Ganze korreliert wird. Gibt es noch Fragen? Eine nützliche Übung, okay, für euch ist: bitte berechne die CPK, also Prozessfähigkeitswerte der jeweiligen Säulen. Für euch als Übung. Ich kann auch eine andere grafische Darstellung, die nennt man Perplot. Okay. Die ist noch cooler als die Heatmap. Und es ist einfach darzustellen, einfach sns.perplot. Und dann Klammer auf, Klammer zu, runder Klammer, versteht sich. Dann den Data Frame, Shift Enter. Und er denkt ein bisschen, weil es etwas aufwendiger ist. Und ihr seht jetzt sofort, was da dargestellt wird. Okay. Also ich habe jetzt alle Datensätze dargestellt. Mit einer Linie Code, eine Linie, habe ich mein ganzes Data Frame dargestellt. Und dann kann ich wunderbar hergehen und sagen, okay, wie ist die Distribution jeweils von den Datensätzen? Und wie ist die Korrelation zueinander? Das ist eine wunderschöne, einfache Darstellung, die zum Beispiel mit Excel oder mit gängigen Office-Programmen einfach nicht darstellbar ist. Okay. Ich habe hier auf der ersten Zeile die Fixed Acidity und dann habe ich die jeweiligen Datensätze oder die anderen Säulen. Und habe ich so ein Scatterplot jeweils pro Datensatz. Okay. Ihr merkt, hier ist bemerkenswert, dass die Diagonale von diesen Datensätzen sind lauter Histogramme. Okay? Und die sind interessant, wie wir aus der Statistik kennen, weil die zeigen, wie die Distribution der Daten ausschaut. Deshalb lernen wir, wie diese Histogramme mit etwas mehr Detail, Data-Histogramme mit etwas mehr Detail darstellbar sind. Okay, und das ist der sns.set. Okay, also mach mir ein Set an Bilder.
data frame, histogram, figure size gleich 10 mal 10, color gleich, was weiß ich, blue oder green und plt show, Klammer auf Klammer zu und dann Shift Enter. Und er zeigt mir nur die, was vorher nur in der Diagonale waren, zeigt, bekomme ich jetzt angezeigt in Form von Histogramm. Okay. Die pH-Werte und die, die Qualität und so weiter und so fort. Fragen? Scrolle ein bisschen nach oben. Fragen soweit? Die Diagonale in den Panels, also in diesem Perplot, die ganzen Bilder, die in der Diagonale sind, okay? Also 1x1, 2x2 und so weiter. Das sind die Histogramme, die jetzt hier mit etwas mehr Auflösung dargestellt sind. Ja, in dieser Matrix von Bildern, von Perplots, das Bild von 1, also erste Zeile, erste Säule und dann das Bild von der zweiten Zeile, zweite Säule, das meine ich mit Diagonal, die ganzen Bilder in der Diagonale. Hier, sns.perplot, Klammer auf, df, Klammer zu. Das ist es. So einfach ist es in Anführungsstrichen. Fragen? Okay, wenn wir ein Histogramm noch in Mehrdatei mit mehr Parametern darstellen wollen, dann können wir mit Pyplot auch noch mehr Parameter darstellen, indem wir sagen Histogramm df wegen mir Quality, okay, also nur die Qualität, die Anzahl von Säulen, sagen wir mal 6. Alpha sagt die Transparency, also die Durchsichtigkeit. Ich hätte gerne ein Histogram-Type von Säulen, Bar, und den Rahmen von den Säulen sollte schwarz sein. Okay, dann sage ich PLT Title Distribution of Quality PLT X Label Quality. Okay, also die X-Axis PLT dot Y Label ist Count, wie viel, wie oft kommt es vor, und plt.show, Klammer auf, Klammer zu. Wenn ich jetzt sage Shift-Enter und mich nicht vertippt habe, dann kommt den Histogramm-Qualität in mehr Detail als vorher. Okay. Durchsichtig, also 0,5, deshalb sind die blauen Säulen durchsichtig und die
den Rande oder den Rand von den Säulen ist halt schwarz. Flaggen. Dann mache ich weiter. Wir lernen jetzt, wie man einen Boxplot macht oder mehrere Boxplots. Das ist wichtig, als wir gesehen haben, um also wir können jetzt den Boxplot darstellen mit Bleistift und mit einem Blatt Papier. Aber sowas zu machen mit 1599 Datensätze ist einfach zu umständlich. Deshalb machen wir das mit Hilfe von Python viel einfacher und professioneller. Die X-Axis von dem Boxplot oder von dem ersten, wir werden mehrere Beispiele machen, ist Quality. Die Y-Axis ist pH, also wie verändert sich die Qualität mit dem pH-Wert. Die Daten holen wir von DF und die Palette, also die Farben, die Farbenpalette sollte gehen blue. Okay, also so bläuliche Farben. PLT Title, also der Titel von dem Boxplot. Boxplot of quality and pH. pH. Dann sage ich plt.show, Shift Enter und er sagt meckert, weil ich habe den Doppel-T dargestellt. Okay. Man merkt, dass die Qualität geht leicht nach oben, wenn der pH-Wert sinkt. Okay, bei sinkenden pH-Werten habe ich mehr Qualität. Ist verständlich, wie man sowas liest? Auch in jeder Kategorie Qualität habe ich Ausreißer. Und ich habe den oberen, den unteren, den Medianwert und so weiter und so fort, wie wir in der Theorie gelernt haben. Ich kann das Gleiche machen. Ich kopiere einfach den Code für Alkohol. Wie verändert sich meine Qualität mit dem Alkoholgehalt? Okay. So, am Anfang bleibt es konstant bis 5, aber dann die Qualität steigt zunehmend mit dem Alkoholgehalt. Ist verständlich? Okay. Das gleiche können wir machen mit dem Sugar. Okay, wie viel Zucker gibt es residual auf dem Dings? Okay, und die Qualität bleibt konstant bei eine Änderung von dem Zuckergehalt
im Bein. Das gleiche, wie gesagt, können wir machen mit, das ist immer die gleiche Logik, okay? Mit der Dichte, Density, Shift Enter, okay. Und mit dem Sulfaten. Ich gehe jetzt ein bisschen Sulfates. Ist wichtig, dass der also hier wo I und Y steht, muss die gleiche Name haben wie hier in der Säule der Datei, okay? Sulfates, pH, Density, okay? Muss immer diese gleiche Bezeichnung haben, weil er geht suchen. Auf der Y-Achse sucht er die Werte von Sulfates und so weiter, okay? Shift Enter. Und hier sieht man, dass ebenfalls wie vorher mit dem Alkoholgehalt, je mehr Sulfiten, desto mehr steigt die Qualität. Ich kann eine andere Colorpalette nutzen. Okay. Jetzt sage ich Qualität zu die zitrische Säure. Aber ich wende jetzt die Palette Color Warm. Okay. Dann gehe ich auf Shift Enter. Und jetzt die Farben sind nicht mehr bläulich, sondern oder grünisch. Oder grün-blau, deshalb GNBU, sondern jetzt haben wir eine Palette von warmen Farben. Und so weiter. Okay, also da könnt ihr euch alles Mögliche vorstellen. Zum Beispiel hier die volatile Säure wird eine Rolle spielen. Je niedriger die volatile Säure, desto höher die Qualität zum Beispiel. Okay, soweit nachvollziehbar. Das sind alles grafische Darstellungen von den gleichen Daten, okay? Und das ist hilfreich. Bitte macht die Aufgabe nachher für euch, die CPK-Rechnung von jeder Säule. Könnt ihr gerne googeln, gibt es da unterschiedliche Ansätze, aber es ist nicht trivial, da muss man eine kleine Funktion dann beschreiben. Okay, gibt es Fragen soweit? Dann versuch es bitte mit dem CPK-Wert. Wir machen eine kurze Pause, ca. 5 Minuten und gleich geht es weiter. Bis gleich. Ich kann auch eine grafische Darstellung nach Qualitätswerte, indem ich sage, mach mir ein Perplot. Also hier vorher hatte ich ein Perplot, alles blau sozusagen. Aber jetzt sage ich ihm, bitte mach mir einen Perplot von dem Dataframe, aber unterscheide mir farblich nach den Qualitätswerten. Wenn ich jetzt sage Shift Enter, wird er jede Farbe mit einem anderen Qualitätswert zusammenbringen.
Dauert ein bisschen, wie gesagt, wie genauso wie vorher. Es wird gute Zeichen. Ist gleich fertig. Genau, so jetzt hat er wie vorher unterschiedliche Datenwerte genommen, also den gesamten Dataframe gewertet, aber ihr seht hier vielleicht, dass er Qualität von 3 bis 8 genommen hat und unterschiedliche Farbe dargestellt hat. So, das heißt, die ganzen Datensätze sind dargestellt, aber jetzt ist es farblich und nicht mehr alles blau. Okay. Wenn ich jetzt sage, mach mir ein Barplot auch nach diesen Farben, nach Qualitätsfarben, dann, weil wir haben hier ein Histogramm bekommen von der Qualität, wo alle Säulen waren blau sozusagen. Jetzt möchte ich diese Säulen mit unterschiedlichen Farben, je nachdem, was für einen Qualitätswert ich habe. Ich nutze dann Barplot von dem Dataframe. Und jetzt aufpassen bitte, eckige Klammer, Quality, okay, dot unique. Und dann Komma, Dataframe, eckige Klammer, Quality. Und dann hier Value Counts. Okay. Dann wie immer die Labels Quality Rankings und dann den Label von der Y. Number of red wines und dann den Title Distribution of Red Wine Quality Ratings. Dann plt.show und dann Shift Enter. Anders wie vorher bekomme ich, also vorher hatte ich den Histogramm genommen, als wir das mit dem blauen Zeugs gemacht haben. Mit dem Barplot bekomme ich, kann ich unterschiedliche Farben auswählen, weil ich diese Funktion so ausgewählt habe, unique. Okay. Ich kann auch sagen, bitte sag mir, wie viele Counts, also wie viele Einheiten gibt es pro Qualitätswert? Entschuldige. So. Das heißt, die Höhe von der Säule grün ist 681. Die Höhe von der Säule rot ist 638. Die Säule 7 ist 199 und so weiter. Fragen? Manchmal wollen wir auch ein Gesamt
Überblick bekommen von den Daten bzw. von Outliers, Daten, die außerhalb der Range gehen, in Bezug auf dem Output, nämlich die Qualität. Diesen Gesamtüberblick bekommen wir mit einer sogenannten Panel-Funktion, indem wir sagen, okay, gut, erstmal muss ich natürlich einen Platzhalter reservieren, Subplots, ein Panel 4x3 und dann Figure Size equal 25,20. Und dann zeige ich ihm mit einem For Loop, also ich muss K erstmal initialisieren, for i in range 4, Doppelpunkt, und for j in range 3, Doppelpunkt, if k is not gleich 11, dann mach mir ein Boxplot. Okay. Quality df.elog eckige Klammer, Komma k, Komma df, sorry, data gleich df, Komma ax gleich ax 1 i j. Und dann k plus gleich 1. Dann zeige ich PLT Show. Auswählen kommt nach immer wiederholt da. Und dann schauen wir mal, was er hier darstellt. Genau. So. Was ich generiert habe hier, ist ein For Loop. Also er get. Also zunächst mal mache ich ein Subplot von 4 Bilder, 4 Säulen, 4 Zeilen und 3 Säulen. Okay? Das ist, was wir hier haben. 1, 2, 3, 4 Zeilen und 3 Säulen. Weil ich 11 Kategorien habe. Gegen Qualität, das wäre die 12. Aber ich habe 11 Kategorien. Okay? Man sieht es hier, ich habe 12 Säulen. Plus die Qualität, was mein Output ist. Und dann sage ich ihm for i in range 4, also solange i kleiner 4 ist und solange j kleiner 3 ist, also bewege dich von der Position in diesem 4x3 Panel, mal mir bitte einen Boxplot mit der Qualität in der X-Achse und die Säule in dem Dataset K. Okay? Und K geht von 1 bis, wie gesagt, 11. Solange K anders ist als 11. Okay, so diese ganzen Boxplots fassen dann alles, was wir vorher sozusagen gemacht haben, mit einzelnen Bildern hier, fassen das alles zusammen. Okay. Fragen? Zu dieser For-Funktion.
Ist verständlich, was da drinnen steht. Oder ist nicht verständlich? Wie bitte? Okay, das heißt, da ist es nicht verstanden. Okay, gut, dann versuche ich es nochmal zu erklären. Also diese erste Zeile reserviert ein bisschen Platz in dem Rechner für vier, also für 12, insgesamt 12 Bilder. Okay, also einmal 4 mal 3, eine Art Matrix von Bildern. Okay, 4 Zeilen und 3 Säulen. Und insgesamt sollte das Bild 25 mal 20 sein. Und jetzt mit einem For Loop gehe ich durch diese 12 Positionen, solange mein Zähler K unterschiedlich ist wie 11. Und in jede von diesen Positionen, von diesem Panel, malt mir bitte einen Boxplot mit der X-Achse die Qualitätswerte und die Y-Achse den Index von K. Okay? Und K geht von 1 bis 12 oder bis 11 sozusagen. Deshalb habe ich hier auf der ersten Qualität gegen Fixed Acidity. Okay, mache ein Zoom. Ich habe hier Qualität gegen Volatile Acidity und Qualität gegen Citric Acid und so weiter. Okay. So, mit dieser For Loop kann ich alle Bilder dann zusammenfassen in einem Blick. Das gleiche kann ich machen, wenn ich jetzt nicht einen Boxplot darstellen will, sondern einen Barplot. Okay, also sowas ähnliches wie hier oben. Quality Rankings. Wenn ich jetzt das gleiche mache, anstatt mit einem Boxplot, mit einem Barplot. Okay, dann drücke ich auf Shift Enter und er meckert, weil ich das Data Frame anders genannt habe. Und genau, er stellt dann den Barplot dar. Der Barplot der Qualität ist leer, weil er ist gegen sich selbst. Okay. Das ist die gleiche Logik. Ich gehe mit einem For Loop durch diese 12 Positionen. Erstmal jede Zeile, dann jede Säule. Solange K unterschiedlich ist wie 11. Und dann am Ende von dem For Loop addiere ich einen Wert. Also ich fange an mit dem K 0. Und dann 0, 1, 2, 3 und so weiter, bis ich fertig bin. Okay. Gibt es Fragen? Gut. Dann lassen wir das hier. Profa4.com ist die Adresse wie immer. Nicht weggehen. Die Prüfung findet, warte mal,